Wo noch vor wenigen Jahrzehnten gewaltige Gletscher die Täler prägten, ist heute nur noch Fels- und Geröllwüste zu sehen. Ich hab's gesehen. Das gesamte alpine Ökosystem verändert sich. Es verändert sich sehr schnell. Diese Entwicklung macht mir Sorgen. Seit Jahren prangere ich die Zerstörung an, die der internationale Skizirkus jedes Jahr anrichtet. In meinem Haus habe ich eine neuartige Eisspeicherheizung installiert. Mein Auto wird mit einem Elektromotor angetrieben. Doch um ehrlich zu sein, war ich vor ein paar Jahren selbst Teil des Problems. Im Lauf meiner Karriere ist mir erst bewusst geworden, was wir eigentlich unserer Natur und dadurch auch unseren Alpen antun. Der Kommerz und der Gigantismus, der im Wintersport und dadurch auch bei den Olympischen Spielen vorherrscht, das konnte ich nicht mehr für gut heißen. Und genau deswegen ist mir der Klimaschutz jetzt so wichtig. Doch es gibt auch einen privaten Grund, warum ich mich besonders für die Gletscherschmelze interessiere. Hier im Alpinen Museum in München liegt das Erbe meiner Vorfahren. Meine Ur-Ur-Großonkel waren die Gebrüder Schlagentweit, bahnbrechende Geologen, die in der frühen Mitte des 19. Jahrhunderts als einer der ersten die Alpen vermessen haben. Auf ihren Expeditionen fertigten sie rund 250 Aquarelle und Zeichnungen mit faszinierenden Details an. Was waren die Schlagentweits für Typen? Für Menschen. Ja, das war natürlich ein bisschen auch ihre Berufung. Man muss sich ja auch vorstellen, also wenn man da im Monte Rosa Gletscher mit Papier und Stift und Farbe hantiert, man hat kalte, klamme Finger, das ist natürlich alles sehr unbequem. Aber das war für sie kein Grund, das nicht zu tun. Also da waren sie wirklich leidenschaftliche Vollblutwissenschaftler eigentlich in ihrem Fach. Bergsteigende Wissenschaftler, ja, sozusagen. Ja. Und das Bergsteigen war einfach die Voraussetzung, um überhaupt in solche Regionen zu kommen. Ja, es ist schon wirklich sehr beeindruckend, was meine Vorfahren vor über 170 Jahren geleistet haben. Und genau solche Zeichnungen wie hier suchen heute Wissenschaftler, um herauszufinden, wie dramatisch der Rückgang der Gletscher tatsächlich ist. Ich reise nach Eichstätt, an die Katholische Universität, wo ich Florian Haas einige Aufzeichnungen meiner Vorfahren zeigen will. Er erforscht seit dem Jahr 2000, wie sich die Alpen verändern. Servus! Servus! Grüß dich! Hi, ich bin der Felix. Freut mich sehr. Was ist genau deine Motivation, dich dem Thema so sehr zu widmen? Ich habe eigene Kinder, 3 Stück. Und die kennen sich in den Bergen ganz gut aus, weil die sind oft mit mir unterwegs gewesen, auch zu Forschungsarbeiten. Und für mich ist es schon natürlich auch persönlich erschreckend, wenn man in die Hochgebirgstäler geht und sieht, was mit den Gletschern passiert. Es wird so sein, dass die Gletscher sukzessive verschwinden, in Abhängigkeit von der Höhenlage schneller oder halt langsamer. Aber damit müssen wir uns, glaube ich, abfinden. Erstmal. Nichtsdestotrotz müssen wir versuchen, halt da auch gegenzusteuern. Dafür wurde das Projekt vor 2 Jahren ins Leben gerufen. Mit Helikopter und Laserkameras produzieren sie Bilder und Scans vom aktuellen Zustand der Täler und Gletscher. 3 Alpentäler hat Florian so bereits vermessen. Die Kameras machen alle 1 Sekunden ein Foto, sind also getriggert. Und der Scanner läuft die ganze Zeit und macht Vermessungen. Und wie viele Bilder macht die Kamera? Bei dem Flug war sie jetzt auf 1,5 Sekunden getriggert. Das heißt, alle 1,5 Sekunden ein Bild. Mittlerweile haben wir jetzt 3 Kameras. Genau, und er macht pro Sekunde um die 200.000 Messpunkte. Also es wird nicht mehr gemalt, sondern es werden jetzt 200.000 Messpunkte hergenommen. Schon Wahnsinn. Genau. Haben die Schlagentweits vor 170 Jahren vielleicht auch den Zustand eines der Täler, die Florian vermessen hat, dokumentiert? Florian und ich entdecken eine Karte vom Ötztal, gezeichnet von meinen Vorfahren, den Schlagentweiz. Darauf ist der Gebhardt-Schwerner-Gletscher zu sehen, den auch Florian schon gescannt hat. Wir suchen uns jetzt Referenzpunkte, wo Karte und heutige Situation übereinstimmen. Und jetzt könnte man zum Beispiel so eine Kirche verwenden. Also Kirchen haben Sie gerne genommen. Genau, Kirchen sind sehr gut. Jetzt kann man die Karte so sukzessive. 30 Referenzpunkte sucht Florian.
2 Stunden dauert es, dann ist er fertig. Mhm. Wie die Schlagendwalz die Gletscher gesehen haben, ja. Zu welcher Position. Ja. Und wo er heute ist. Wahnsinn. Also es ist schon dramatisch, wie das zurückgegangen ist. Ha? Schauen wir das da an. Da. Ja. Bis da runter. Ich will mehr über den Gepard-Schwern erfahren. In der Bibliothek suchen wir nach alten Fotografien des Gletschers. Ja, da ist es. Alpine Majestäten und ihr Gefolge. Sehr schön. Genau, 4. Band von 1904. Da sind sehr viele alte Ansichten aus der Gebirgswelt drin festgehalten. Fluchtkugel, großer Rauenkopf, Rauenkopfhütte, Gepard-Schwerner. Vom Kaunsertal aus, also vom Kaunertal aus fotografiert. Und was macht's jetzt mit dem? Das zeige ich dir jetzt. Mit seinen Messdaten hat Florian ein 3D-Modell von dem Gletscher erstellt. Nun wollen sie es mit dem 120 Jahre alten Foto vergleichen. Doktorand Jakob Rohm nutzt dazu ein spezielles Programm, das den Standort des damaligen Fotografen simuliert. So können sie beide Bilder übereinanderlegen. Schaut zwar ein bisschen platt gedrückt aus, aber alter Schwede, das ist natürlich schon wahnsinnig erschreckend, gell? Mhm. Und sehr, also unvorstellbar eigentlich. Man kann sich nicht vorstellen, dass da, weil so viel Gletscher war. Ja, da sieht man die Veränderungen halt richtig gut. Man wird nachdenklich. Und das kann man natürlich dann wieder hernehmen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, welche Veränderungen es eigentlich da gibt. Emotionalisieren. Das ist alles Gepard-Gletscher. Nicht der einzige Grund, warum für Florian Haas alte Zeichnungen wie die der Schlagendweiz und alte Fotografien immens wichtig sind. Und jeder kann diese Zeitreise unterstützen und einen Teil zur Forschung beitragen. Ja, für unsere Arbeit sind die natürlich sehr wichtig und auch sehr wertvoll, weil wir damit natürlich die Systemzustände in der Vergangenheit uns anschauen können. Das sind jetzt ganz viele Fotos, die wir aus Archiven haben. Aber es gibt halt auch ganz viele Sachen, die nicht archiviert sind. Das heißt, die bei Privatpersonen noch liegen. Alte Fotos in Fotoalben vom Uropa, vom Opa, der in den Bergen unterwegs war. Und die sind natürlich für uns auch schon ein wahrer Schatz, weil umso mehr Fotos wir haben, umso besser können wir die Vergangenheit verstehen. Und umso präziser können wir vielleicht auch in die Zukunft schauen. Und genau weil solche alten Fotos dem Florian so helfen in seiner Arbeit, schaut's doch bitte in eure Fotoalben und schickt es ihm.